Hallo Piloten, lang ist es her. Jetzt gibt's wieder neue Informationen zu X-Plane. X-Plane 11 News. Los geht der Flug. Wir fliegen wieder. Scheiße, ich hab's gesagt. SFD Global Work in Progress. Wer kennt ihn nicht? Mr. X6. Kaum hat er den Mega Airport München fertiggestellt, geht es weiter in sein nächstes Projekt. Wo ich jetzt schon mal sagen muss, Mr. X6, du bist klasse, danke dir. Sein nächstes Projekt heißt SFD Global und tauscht Terraintexturen vom Standard X-Plane in neue, realistische und detailverliebte Texturen aus. Doch das ist noch nicht alles. SFD Global bringt noch neues Autogen mit sich, neue Gebäude inklusive Landmarks, Objekte sollen für den Bereich Mittelmeer, Nordafrika und der Nahe Osten kommen. Ob Deutschland und Co. kommen soll, ist leider noch nicht bekannt, aber ich kann mir persönlich vorstellen, dass das auch nicht mehr lange dauern wird. Wenn man überlegt, dass dieses Projekt noch wie gesagt in Work in Progress ist, muss ich sagen, dass die ersten Bilder definitiv für sich sprechen. Diese Detailverliebtheit und diese Details mit den Landmarks sind für meinen Augen nach real as it gets und ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt dazu mal eure Meinung in die Kommentare, ob ihr es euch holen werdet. Neue Cockpit-Texturen für die Cirrus SF50 Vision in PBR. Enrico Del Bono hat vor ein paar Tagen neue Cockpit-Texturen mit PBR-Effekten für die Cirrus SF50 Vision veröffentlicht. Seine Cockpit-Texturen wirken deutlich realistischer und detailverliebter als die Standard-Texturen. Durch den PBR-Effekt gibt es mehr Tiefe von Schatten und Lichtreflexen im Cockpit. Seine Cockpit-Texturen gibt es auch für die Zipomod 737-800 und die Cessna 172 SP. Links dazu selbstverständlich in der Videobeschreibung. Saugt es euch! Hallo Pilot, möchtest du spannende und wichtige informative X-Plane News nicht verpassen? Abonniere jetzt kostenlos JK Movies. Danke für deine Unterstützung und PS, am 27.03. findet wieder ein cooler X-Plane 11 Pilot Livestream statt. Es geht dann weiter nach München. Haut raus, ich bin raus. 16 Uhr geht's los. Ciao.